Ehre. Da ist er doch. Mal kurz ein Battle, wer der Höchste packt. Okay. Kurz ein Battle. Kurzes Battle, aber ich sag schon, du gehst unter, Bruder. Okay. Battle. Freunde dabei, kurzes Battle. Eine Handschlagrunde dann. Ja. Oder? Um einen Handschlag. Wer den höheren Truff kriegt. Gnabri. Okay, okay. Ballack, oh stimmt, aber der Ballack ist halt, kommt, wenn dann erst morgen halt, ne? Das ist es, oder Petit mal testen. Oh. Rating ist da, ne, bei dir? Schade, Iniesta wäre jetzt perfekt, ne? Der alte Bruder. Ja. Kannst du mal fragen, ob er noch schnell seinen Verein wechselt. Das wäre Ehre. Habt ihr David Luiz gemacht? Haben wir auch gemacht. Den hätten wir... Oh, fuck off, ey. Fuck off. Fuck. Habt ihr die Rewatch schon gezogen? Ja, Leon, haben wir schon gemacht. Thierry Henry, haut's mal raus. Zieht ihr Messi? Uff. Heirate ich meine Freundin. Ich hoffe, ihr zieht Ronaldo. Was war drin? Verratti. Kann ich die Ding nochmal zurückziehen? Das mit der Handschlagrunde und Draft und Ich bin crazy, Alter, ich bin crazy. Nimmst kein Ronaldo mit? Ich bin crazy. Alter, bist du dumm. Spann dich. Ach Gott, ist der dumm. Der guckt noch den Toadie, Alter. Putz, Digga! Ja gut, aber Ronaldo ist trotzdem mitnehmen können. Entspann dich doch. Ach, ich mach dich eh weg. Oh Gott, ich nehm dich komplett auseinander, ne? Nach alle Regeln der Kunst. Ist halt mies, ein guter Draft kommt meistens danach ein schlechter, aber mach dich weg. Ja, nochmal. Jeremy, danke für den Euro. Ey, der kriegt ja, du kriegst... Eieiei. Eben wird's heiß. Ist das sexy, du. Eben wird's heiß. Ist das sexy. Jetzt muss ich meinen Schlauch weglegen. Controller mitnehmen, dass jetzt keiner hier reinpusht. Die Kohle drehe. Jetzt wird's eng, Freunde. Aber ich war ja so ein absoluter Ehremann, hab gesagt, obwohl ich schon gesehen habe, hab ich gesagt, ich gehe die Wetten noch einmal, dass ich trotzdem noch besiege. Jungs, lasst hier gerne auf jeden Fall mal auch einen Daumen nach oben da. Lasst hier gerne ein Abo da, Freunde, würde uns freuen. Für die, wo es noch nicht gemacht haben. Läuft bei mir aber auch. Die schütten dir die Wolle, die gerade EA hat gedacht, so, aber der Rewards lief scheiße für den Kollege. Jetzt geben sie dir hier ein bisschen Soße. Okay, Bruder. Rekord aller Zeiten wird das. Ja, aber guck mal, er kriegt jetzt auch noch so kranke Dinger. Du musst hier nur noch auf Rating gehen. Wenn du vom erfahrenen SBC-Master. Ja, ich könnte noch einer da in der Mitte, könnte ich noch wegschieben. In der Mitte? Mit IV also hin, ne? Für noch das Rating hochzudrücken, ob da noch irgendwas passt. Ich kann dir sogar ein bisschen helfen, du kannst ja... Also ich würde das auf jeden Fall Hazard mitnehmen, du kannst ja Ding, könntest ja auch Suarez in den Sturm und kannst ja gucken, ob du Kräufi dann immer, auf die RM oder sowas gehst, ne? FIFA Gaming Hockenheim wird gerade neidisch, der hat da Zwickstüsel draus oder er filmt gerade mitten Lads dann morgen hoch. Irgendwann, wann scheißen denn die mal rein im Rating? Jetzt kommen sie hin an die Kackwurst. Pock ist noch am Start. Nur nehme ich jetzt einen 88er Pock ist einfach. Ja, safe. Ja, aber du hast die Chance, dass vielleicht noch ein Pommes-Headliner kommt oder so. Mittig scheiße, die Abwehr wird halt schwer. Du musst irgendwas mit. Na, Salah ist aktuell dein Verbindungsmann und Hinne, der ist scheiße noch ein. Ich nehme Rodriguez mit. Den kannst du gar nicht gebrauchen. Ja, aber Pockes auch nicht. Vielleicht kriege ich auch noch einen höhere Pockes. Der bringt mir auch nichts. Obwohl. Ja, den könntest du. Den könnte ich Hinne vielleicht reinstellen. Ja, könntest du Hinne reinstellen. Du kannst aber auch gehen nochmal drin auf Viereck. Du könntest aber auch zur Not den Manu Trigueros oder Cesc Fabregas hin reinballern. Ging ja auch. Also, du hast ja De Rea am Tor, ne? Ja. Ging auch. Also ich würde wenn Rodriguez oder Pockes mitnehmen. Mit. Nur Rating noch. Wir können aber gerade nur ein Ding machen schon. Den jetzt mit Messi tauschen, ja. Dann haben wir das schon drin. Ja. Gut gewesen, der Sam. Wow, das sind die Verteidiger. Da kannst du nichts anderes mitnehmen. Nee. Jetzt sagten sie, oh, Lindelöf kannst du zumindest besser wie Hinne, dein passt Bruder. Noch ein bisschen besser rein, ne? Ja. Okay, gut, was soll hier noch kommen, ne? Boah! Helmut, die müssen kommen.
Cruyff mit Suarez tauschen. Das bringt nichts. Du kannst dann Lindelöf noch hinten rausmachen. Den genau, den kann ich mal noch challengen gegen, wo ist denn Lindelöf? Da links steht er schon. Jetzt das Produkt. Ich glaube viel. Die Bank hat jetzt ein bisschen nachgelassen, ne? Rojo mit Sokrates tauschen. Ja gut, braucht er ja nicht, da hat so ein Lindy drin. Die Bank hat reingeschissen. Mehr kann ich auch nicht rausholen, ne? Das war 192er. 193 kommt er nicht. Asenio raus, Hazard rein. Versuch Asenio? Das mal. Kannst du mal, weil mach mal den, aber das kann eigentlich nur... Das fickt mich doch rein. Minus 2. Aber kommst du ja nicht hoch, es ist ja egal. Langt nicht. Das langt nicht. Spanier oder Engländer regelt. Nee, langt nicht mehr, Jungs. 192. Das ist krass. Durch. So, Freunde, ich brech schnell ab und dann baue ich meinen, aber ich glaube, das wird schwer. Hättest du nur CR7 noch mitgenommen, aber wie hätte den reinbringen sollen? CR7 habe ich aber jemand nach dem Team gebraucht. Ich weiß nicht mehr was, habe ich gerade überlegt, aber den habe ich im Team gebraucht, den anderen. Der andere war Asenio. Den hast du gar nicht gebraucht für dein Team. War ein Fail. Freunde, komm, Eigentor und dann... Boah, krass. Ja, nee, ich hab erstmal Eigentor gemacht. Ja, das war ein Fail, Digga, ne? Spiel doch den Draft. Nee, Digga, wir bauen den Draft, wir wollen unser Team ja noch bauen. Und außerdem muss ich den erstmal schlagen jetzt hier. Müssen wir einen besseren bauen, aber das wird jetzt verdammt schwer wird das. Boah, shit. Was nimmt man für eine Aufstellung? 4-3-2-1, ne? Oh! Boah, warum nimmst du denn das Aspas? Oh, Lami Hände! Läuft der gerade so weiter? Boah. Überleg gut, überlege weise. Ja, das Problem ist, es passt hier. Sterling. Bernardo Silva passt aber. Das soll ich mitnehmen. Ich hab dir auch geholfen, sei ehrlich, ne? Ist jetzt schwer, ne? Ja, was machen wir jetzt? Bernardo Silva, dann ist dein Ronaldo schon mal durch. Und ich kann auch mit Premier League hinterfahren, ne? Ja, aber so hast du halt einen 90er Sterling, aber Ronaldo. Suso nett, Freund. Ich nur kennst du. Ah, passt aber auch, ne? Ja, aber es geht ja auch ums Weiterbauen, ne? Ne, es geht ums Weiterbauen. Ich nehm Silva mit, weil Ding kommen wir zumindest mal. Weil was haben wir sonst wenn groß? Wenn du jetzt noch einen De Bruyne Totti kriegst, ist der auch schon durch. Ich nehme ihn mit. Ich nehme Silber mit, weil da haben wir zumindest Premier League, wo wir weiterbauen können. Und hier sackt schon rein. Wow. Oh, du hast Silber fürs Rating. Boah, oder Pockes. Ich würde Silber mitnehmen. Dann hast du schon mal deinen Bernardo, ist schon mal durch. Ne? Und ist auch noch Spanier. Ist eigentlich egal, ich glaube, wir nehmen ihn mit, ja. Und ist noch Spanier. Ich glaube, wir nehmen Silber mit, weil da haben wir Spanier, aber so haben wir Franzose Pogba, aber die Frage ist halt, Frankreich, ne? Ich nehme Silber mit. Wir spielen ja eh nicht, das geht ja eh nur ums Trading. Ich nehme Silber mit, Freunde, komm. Hat sich gelohnt. Alter! Hat sich gelohnt. Alter! Auf den habe ich vorhin gewartet, auf den Bruder. Shit, shit. Das war's schon. Shit. Das war's. Boah. Krieg ich gar nicht eingebunden. Muss ich halt auf den Torwart hoffe. Fürs Rating, das Chemie. Muss ich eigentlich das Risiko gehen, ne? Ja. Boah, wichtig! Wichtig. Oh, was hast du denn vorne dran sitze? Chaka. Gut, der fliegt eh noch raus. Da könnte ich mit Silber irgendwie hier rübergehen. Silber, ja. Ja, doch, Freunde, komm. Könnte man zur Not so gehen, ne? Dann haben wir den drin. Hoppla. Ah, nee, warte. Scheiße. Ja, passt gar nichts. Ist egal, was ich nehme. Dann kann ich auch diesen Lafont nehmen. Ist egal, ne? Kann ich auch den Bruder nehmen. Erstmal, ja. Ja, ich nehme den Bruder mit. Komm, das bringt dir nichts. Ich könnte einfach noch Lukaku mitnehmen. Einfach wegen dem Rating. Du hast Ding nicht gesehen, Philippe Luis. Was? Da war Philippe Luis. Ja, und dann? Hätte schon gut den Link können. Scheiße, nicht gesehen. Hätte schon gut den Link können. Ich nehme Ding mit. Fuck.
interessant. Weil Messi bringt mir gar nichts, muss ich auf das Rating mitnehmen. Das ist schon, die Bär ist schon geschält bei dir. Kommt noch. Wow. Du bist durch. Die Faust tauschen, ja. Was ich mitnehme. Da habe ich halt hier das Problem. Ah, wir kriegen noch was, Freunde. Wir kriegen noch was. Ja. Ja, die Silber hattest du auch. Bin ich auch der Beste mit. Wir kriegen noch was. Ach komm, verarscht mich doch nicht. Damit kann ich aber auch nichts gewinnen hier. Vielleicht jetzt in Suso. Und dann? Ah, gut mit David Silva. Cesor irgendwie Spanier. Ist an die Wand gefahren. Bale RV rein. Bringt halt da auch nicht mehr. Es kommt nur Mist. Trotzdem mit. Ach. Meine Glückwünsche ist ein 190er. Klini. Titi, Freunde, perfekt. Golden. Ah, aber die sind bei mir zu schlecht hier. Gimo 4. Ja, es bringt mir ja nichts. Ich habe ja eh schon, in der drin sind sie ja eh schon verlinkt. Von daher. Passt ja eh schon, ne? Kann ich auch einfach ihn mitnehmen. Der ist halt absolute Mistkacke hier drin. Der Vikes hat dort auch so fahrt mir ganz schön an der Karre. Eher, ne? Ne, Jungs. Pedro für Arnold. Ne, bringt auch nichts. Schau mal meinen Manager ab. Schade. Marmelade. Krieg auch keinen Messi komplett hin. Aber gut. Ja, ist egal. 190er. Handschlag. Ah! Zieht immer, Ace. Zieht immer!